Hallo, liebe Geschwister, einen schönen guten Abend. Es ist 17.28 Uhr, jetzt darf ich schon guten Abend sagen. Wir werden bald den König sehen. Wir werden bald den König sehen. Nicht Kaiser Wilhelm den Ersten, den Zweiten. Elisabeth, die Königin von England, ist auch gestorben. Wer ist der König? Unser Herr Jesus Christus. Er kommt bald wieder. Er wird seinen Fuß auf den Ölberg sitzen und wird sein Friedensreich hier errichten. Jesus kommt bald wieder. Wir werden den König sehen. Und das produziert und das tut so eine Freude in unserem Herzen, wie so ein Siegel hineinstempeln, hinein festbrennen, dass wir sagen, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Jesus kommt wieder. Alles wird hier vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Aber mein Wort wird nicht vergehen, sagt Jesus Christus, unser Herr und Gott, der allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Alles wird vergehen. Sämtliche politischen Programme werden vergehen. Alle Parteiprogramme haben keine Wertigkeit dann mehr. Alles ist dann verbrannt. Alles wird hier verglühen. Jesus kommt bald wieder. Er kommt wieder. Jesus kommt bald wieder. Das ist so. Das ist eine Tatsache. Und jetzt, was machen wir mit dieser Tatsache? Wir richten unser ganzes Leben darauf aus, dass er bald wiederkommt. Das ist so wunderbar. Und was machen wir? Wie richten wir unser ganzes Leben aus? Wir geben ihm alles. Wir tun ihm alles zur Verfügung stellen. Alles. Unser Portemonnaie, unsere Wohnung, unser Auto, unsere Kleidung, unseren Beruf. Einfach alles. Praktizierendes, radikales, bibeltreues, hingegebenes Nachfolgechristentum. Warum ist das so wichtig, immer wieder zu predigen? Weil wir uns sonst verzetteln. Wir können stundenlang diskutieren, bis die Tapeten sich wölben. Ja, das sieht man so und die Erwählung ist so und die eigene Verantwortung ist so und ich bin reformiert und der andere, der ist lutherisch, der andere ist pietistisch und dann geht aber so richtig alles los. Und wisst ihr, was das Wichtigste ist? Dass du und ich heute Abend sagen können, ich bin Knecht und Sklave Jesu Christi. Das ist das Wichtigste. Jesus kommt bald wieder. Das ist so wunderbar. Jesus kommt bald wieder. Er hat dem Teufel den Kopf zertreten. Er hat den Satan die Macht genommen. Er ist der Sieger von Golgatha. Er hat unseren Schuldbrief zerrissen. Und jetzt kommt immer wieder die Frage, und die werde ich jeden Tag stellen, die werde ich jeden Tag predigen, solange Jesus mir Atem gibt. Gehörst du diesen Sohn Gottes an? Gehörst du den Herrn Jesus an? Bist du ein Kind Gottes? Bist du durch wahre Reue und Buße, gewebt durch den Heiligen Geist, durch die enge Pforte gegangen? Kannst du sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt? So die Sonne am Himmel prangt, so habe ich Sünder Vergebung erlangt. Bis aufs Schwören kann ich's wissen, der Schuldbrief, der ist zerrissen. Jesus ist der ewige Sieger. Wir stehen auf der Seite von dem, der bald wiederkommen wird. Und der wird hier sein Reich errichten. Und er ist der König aller Könige. Unser König kommt bald wieder. Und das wird herrlich sein. Kein Schmerz mehr. Keine Ängste um die Gesundheit, keine Sorgen mehr. Jesus ist dann da und das Allergrößte ist, das Allergrößte ist das, dass der Herr Jesus Christus uns anschauen wird. Er wird uns ansehen, er wird uns anschauen. Wir werden in sein heiliges Angesicht schauen. Das ist so wunderbar. Jesus lebt, Jesus rettet, Jesus siegt. Er kommt wieder, Jesus kommt wieder. Und darum möchte ich dich noch einmal dazu auffordern, wenn du heute seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Tue dich aufmachen und lass dich von Jesus Christus suchen und finden. Und lass dich wieder nach Hause bringen. Deine Seele schreit danach, sie dürstet danach, sie hat Hunger danach. Sie möchte bei Jesus im Geborgen sein. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ihm allein ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ihm rufen wir laut zu, Maranatha, Maranatha,
O Herr Jesus Christus, komme bald. Amen.